Hi, mein Name ist Thomas Klein und ich begrüße euch zu diesem kurzen Video. Heute soll es mal gehen um Marketing-Automatisierung im Offline-Vertrieb. Also für alle Vertriebler da draußen, für alle Kollegen, die hauptsächlich noch im Offline-Bereich auch tätig sind, einfach direkt irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, vertreiben, also zum Beispiel auch auf Messen sich herumschlagen müssen, ja, mit in sehr kurzer Zeit, mit Herausforderungen in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute ganz kurz kennenzulernen und als Möglichste, das Möglichste, das meiste dabei rauszuholen, ja, sozusagen, also das ist nicht immer ganz so einfach und da gibt es jetzt eine super Möglichkeit, eine Software, die ja, es schafft, die Online- mit der Offline-Welt sozusagen zu verknüpfen. Das ist ja auch immer wieder mein Tipp, dass man einfach, wenn man sich in der Offline-Welt sehr stark befindet, traditionell, dass man einfach hier schaut, okay, was gibt es online und nicht alles, aber einiges davon kann man vielleicht jetzt auch mittlerweile in der Offline-Welt verwenden oder zumindest miteinander verknüpfen. Jetzt konkretes Beispiel, es gibt halt eine App, die kann man wiederum mit einem Software-Tool, also Newsletter-Tool verknüpfen. Ein sehr fortgeschrittenes Tool ist zum Beispiel hier Clicktip. Ich hau den Link auch kurz unten rein, kannst es dir anschauen. Und wo du einfach, wenn du jetzt, jeder, der schon mal auf einer Messe war, also bei sehr gut besuchten Messen hat man teilweise, ich weiß nicht, bis zu 40 unterschiedliche Gespräche an einem einzelnen Tag. Ja. Und dann, wenn man da eine ganze Woche lang zum Beispiel war auf dieser Messe, dann weiß man hinterher nicht mehr, mit wem man alles was besprochen hat. Und so viele Notizen, so schnell kann man sich gar nicht machen. Und dann ist es eigentlich so, dass man dann am Ende meistens so einen Stapel von irgendwelchen Visitenkarten hat und die dann zu Hause wieder ewig einsortieren muss und dann einpflegen muss und E-Mails verschicken muss und all diese manuellen Geschichten. Das heißt, man hat dann nochmal ein zusätzliches Wochenende. Also man ist komplett landunter, permanent landunter, ja, seine ganzen Leads nachzuverfolgen, alles manuell. Und mit dieser App, ja, die jetzt an Clicktip dran gebunden ist, an dieser Software, und kann man jetzt sozusagen diese ganzen Visitenkarten zum Beispiel alle einfach einscannen. Das ist jetzt auch nicht mehr so neu, es gibt schon ein paar Jahre. Aber letztendlich in Verbindung mit dieser Software Clicktip kann man halt sozusagen die einscannen und dann gleichzeitig automatisch natürlich mit einem Tag versehen, ja, gescannt, Messe XY oder irgendwas, und dann gezielt, ja, E-Mails versenden mit dem Hintergrund, ich habe sie kennengelernt auf der Messe XY etc. zu dem Thema. Und dann zum Beispiel Follow-up-Termine, Vorschläge, Terminvorschläge versenden und so weiter. Das dann wiederum konkret direkt mit einem Terminkalender verknüpfen. Im Hintergrund läuft immer die Software, die genau feststellt, okay, wer hat sich jetzt da die E-Mail geöffnet, wer hat geklickt, wer hat den Termin sich schon eingebucht, wer noch nicht. Dann schicke ich diejenigen, die noch nicht geöffnet haben, nochmal eine E-Mail. Diejenigen, die geöffnet haben, aber noch nicht den Termin nicht geklickt haben, nicht den Terminvorschlag angenommen haben oder ja, den Terminvorschlag angenommen haben, nochmal eine andere E-Mail und jedes Mal über das sogenannte Smart Tagging, also das heißt, da wird automatisiert, werden Tags vergeben für jede Untergruppe meiner Zielgruppe, die ich da auf dieser Messe jetzt in diesem Beispiel zu bleiben. Kennengelernt habe, ja, neue Interessenten, und wird also automatisch ganz viele Untergruppen werden dort gebildet in dieser Software, und die kann ich dann jeweils ganz gezielt wieder individuell ansprechen mit auch Templates, die ich halt vorher einmal schreibe, und dann kann ich die halt all diesenjenigen, also diesen 10 Leuten gleichzeitig die E-Mail schicken, diesen 40 Leuten, die schon gebucht haben, die Dankes-E-Mail schicken und so weiter und so fort, ja. Und das Ganze läuft halt so dermaßen automatisiert, dass ich halt wirklich das auch dann sozusagen wiederverwenden kann für die nächste Messe. Ja. Und letztendlich also irgendwie nur noch einen Bruchteil vom Arbeitsaufwand halt her habe, also wie traditionell ursprünglich das immer so war. Und natürlich auch
genau weiß, welche und auch eine gewisse Learning Curve dabei habe. Ja, also ich kann letztendlich auch mal genau feststellen, wer hat alles eben noch nicht in meinen Termin gebucht und dann auch die ganz konkret fragen, woran es denn liegt. Ne? Warum haben sie noch nicht gebucht? Haben sie nur keine Zeit oder Interesse? Vielleicht ist es ein anderes, falsches Thema, nicht ganz so und so weiter. Also das heißt, ich kann dann auch noch dieses Ganze permanent optimieren in so einer Art Learning-Curve-Schleife und das in mein System einfließen lassen, sodass also das immer optimaler wird. Ne? Und zu den eben den Dienstleistungen oder Bereichen oder was auch immer ich da verkaufe. Ja? Also das war soweit mein Tipp zu diesem Klick-Tipp und das Beste ist, wenn du dir das antust und dir das Webinar anschaust von dem, Mario Wolosch heißt der, und letztendlich das ganze Webinar anschaust, dann kriegst du hinterher also die Möglichkeit, das Ganze für einen Monat auszuprobieren, für 1 Euro, also quasi gratis. Und egal welches Paket du nimmst, ja, so 27, 76, 40, 60 Euro oder 200 Euro, diese Enterprise-Version, die brauchst du wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich habe die Deluxe-Version, das reicht vollkommen, also das ist wirklich alles, was du brauchst und vielleicht sogar zu viel des Guten, aber Enterprise brauchst du wirklich nur, wenn du eine Agentur bist, ja, eine große Agentur und Reseller machst zum Beispiel. Also hier kurze Rede, langer Sinn. Hol dir das einfach, schau dir das Webinar am besten an, dann hast du es einen Monat, kannst du es ausprobieren, wie du willst. Da gibt es da gibt es so ein Handbuch dann, wenn du dich eingeloggt hast und dich registriert hast dort, bei diesem Klicktipp, gibt es über 400 Videos, die du dir irgendwie anschauen kannst. Das ist so also quasi ja, sehr veranschaulicht, das Handbuch, ja, also mit über 400 Videos. Also das kommt mir zum Beispiel sehr zugute, weil man kann einfach über Videos sehr viel schneller alles aufnehmen, als wie jetzt nur ewiges Lesen, Lesen, Lesen. Ja? Und ja, also mir und vielen anderen taugt's. Ich freue mich auf dein Feedback. Schau mal rein und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao.